Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und heute haben wir auf jeden Fall unser Level Up erreicht. Das heißt, wir sind jetzt endlich Level 131 mit 5%. Und diese Folge hat ungefähr 55 Minuten gedauert. Ich hatte eine ganz, ganz große Hilfe, mehr oder weniger. Denn da war eine Gruppe mit dem lieben Tanashi und der hatte an dem einen Spot einen Jäger stehen, an dem anderen Spot einen Mage und so haben wir halt wunderbar die 5-5 WDH gemacht. Also, das war in dieser Folge auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr schöner Luxus. Und bevor ich jetzt wieder durcheinander rede, wollte ich aber von der letzten Folge ergänzen. Da kam der liebe, muss ich mal schauen, Wilken. Der hat gesagt, ne, viele Grüße YouTube, aber durch meinen Blade X über dem Chat kann man das dann nicht lesen. Deswegen wollte ich das auch nochmal hier nachträglich machen, ne, liebe Grüße an dich. Eigentlich wollte ich das in der letzten Folge erwähnen, aber irgendwie habe ich das voll verplant. Und dann denke ich so auf einmal in dieser Folge, scheiße, war da nicht irgendwas noch von letzter Folge? Und ja, da war dieses Problem mit Wilken. Ne, auf jeden Fall, jetzt habe ich das nachgeholt, habe ich schon mal auf meiner Liste erledigt. Perfekt. Ja, auf jeden Fall in dieser Folge haben wir mit 86% angefangen und so gesagt fast 20% gemacht. Also wir haben jetzt 19% gemacht. Ich muss sagen, nicht schlecht. Wäre 5 Minuten länger geblieben, dann hätten wir auch locker noch... Ja gut, wir hätten auch locker noch die 10 machen können, das wäre jetzt nicht das Problem, aber ich war zu müde. Sprich, ich war halt den ganzen Tag noch arbeiten, ne, kam dann um 22:30 nach Hause, hab dann jetzt, wo man sieht, 22:30 noch die Folge angeschmissen. Weil ich mir so dachte, komm... Mache ich das eben fertig, weil ich heute an dem Sonntag sowieso lernen muss und den Samstag, wahrscheinlich lerne ich noch um 22:30, ne? Deswegen habe ich halt die Folge aufgenommen. Jetzt am Sonntag mache ich eben nochmal dieses Nachsprechen für das Video, damit es halt wieder auf 3 Minuten gestreckt wird oder dieser gekürzt wird. Und dann setze ich mich auch wieder dran, ne, ans Lernen. Ja, ich muss mal schauen, Level 131, entweder wir machen diese WDH weiter oder ich muss mal schauen, was es eigentlich noch für eine WDH gibt. Ich glaube, irgendwas mit einem Ogre oder so. Gute Frage, nächste Frage. Also ich kenne mich da halt wieder nicht aus. Oder halt die Tagesquest. Aber die Tagesquest, denke ich mir wieder, da haben wir das gleiche Problem wie mit 130. Du weißt halt nicht, wie lange du da dran sitzen wirst. Sprich, also es kann sein, dass du da wieder 2 Stunden sitzt oder halt eine halbe Stunde. Und ich finde, für 10% kannst du auch hier das sogar kurz für eine Stunde machen. Das ist ja eigentlich auch kein Problem mit. Naja, gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall habe ich mit dem lieben Tanashi noch ein bisschen rumgequatscht die ganze Zeit, damit mir nicht so langweilig war. Weil ansonsten, was willst du ja machen, ne? Und da haben wir wirklich so einen Sohn gesprochen mit, findest halt, also, er ist schon länger dabei. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie du auf YouTube heißt, ne? Das ist jetzt die nächste Frage. Keine Ahnung. Vielleicht kenne ich dich auch und, ja, gute Frage, nächste Frage auf jeden Fall. Ja, da haben wir so einiges gesprochen wegen Durchziehen. Also, ich will ja auf jeden Fall bis 135 machen. Und dann, was ich auch ihm gesagt habe, oder was ich eigentlich schon öfters in den Folgen gesagt habe, ja, mir einen neuen Char machen. Sprich, eine Staffel 2 wird es auch geben mit meinem lieben SS dann später. Also einem Scharfschützen. Irgendwann, wenn ich hier mit 135 fertig bin. Und dann schauen wir mal, was daraus sich ergeben wird. Der Char, den habe ich ja, glaube ich, 2018 angefangen. Ja doch, 2018 im Februar habe ich den hier angefangen. Das heißt, wir sitzen schon seit über 2 Jahren hier dran. Und ich sag's euch, ein drittes Jahr wird auch noch 100 Pro geben mit dem Char. Wenn ich überlege, 4 Level haben wir noch vor uns. 131, wenn wir die machen, dauert es ja auch ungefähr 3 Wochen, habe ich jetzt gebraucht, für ein Level Up. Boah, gute Frage. Dann kommt ja noch 132, werden wir, wenn da ein Kloppy ist, 1, 2, 3, 4 Folgen verbringen. Mit dem Golem muss ich mal schauen, wie es mit dem wird. Da kenne ich mich ja noch gar nicht. Okay, das dauert doch bestimmt auch lange. Ich bin mal gespannt. Und 134 Questen war dann wunderbar durch. Da haben wir wieder Abwechslung, jeweils 15 Minuten Folgen. Naja, mal gucken, wie das Ganze dann so wird. Und was habe ich denn? Habe ich dann noch irgendwas geschrieben? Da muss ich mir gerade überlegen. Genau, pausentechnisch, ja, haben wir ja auch gemerkt auf YouTube. Also, Fiesta ist ein Spiel, da musst du wirklich Pausen machen, wenn du so eine lange Zeit spielst, weil anders geht's halt nicht. Irgendwie musst du ja damit klarkommen. Ne, weil irgendwann willst du ja doch einseitig mit WDH machen, dann hast du ja irgendwann wirklich keinen Bock mehr. Hast das Gefühl, dass du einfach dann depressiv wirst dabei beim Spielen. Und das soll ja eigentlich nicht der Fall sein. Also von daher. Ja, das war's mit der Folge. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommt in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.